Was geht, meine lieben Freunde? Euer Little Rabbit ist hier am Start zu einem neuen kleinen, naja, ich sag mal, angespielt. Ihr habt ja lange nichts mehr von mir gehört. Lag ganz einfach daran, ich bin umgezogen. Ich hatte gesundheitlich sehr viel zu handeln. Papierkram, dies, das, Ananas. Das beruhigt sich gerade alles wieder. Ja, deswegen, jetzt mache ich mal ein Video. Wie ihr seht, ich sitze hier an einem Laptop. Nicht wundern, das Lachen war mein Handy. Ja, wir spielen Medal of Honor Warfighter. Ganz alter Klassiker. War ein echt gutes Spiel. Nicht wundern, warum ich jetzt so wenig Munition habe. Ich musste gerade ein wenig testen. Oh, wie das ist mit der Lautstärke. Hopp. Geile Sau. Boom, Junge, in dein Gesicht. Und weiter geht's. Kann der Dude jetzt mal sterben? Renn doch nicht weg, mein Freund. Schade, den habe ich nicht mehr erwischt. Egal! Piss dich. Oh, Munition. Na, wo sind die anderen? Scheiße, Parasch schickt euch einen Kampfwagen entgegen. Zwei. Ich dachte, der Kerl ist ein kleiner Fisch. Soll ich sagen, er hat Freunde. Ja, wollt's gehen. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall, ich versuche, dass jetzt wieder regelmäßig irgendwie Videos kommen. Das Problem ist, auf der Konsole gibt's halt momentan auch nichts wirklich, was man zocken könnte. Also wirklich, das sind alles alte Spiele oder ja, Spiele, die man halt einfach nicht mehr spielen will. Ich weiß, ich habe noch Horizon Forbidden West, aber ich sag ganz ehrlich, das Spiel ist nicht scheiße, aber mir fehlt momentan echt die Motivation für so ein Spiel. Ich weiß tatsächlich auch gerade gar nicht, auf welchen Schwierigkeitsgrad ich die spiele. Also nicht wundern, wenn irgendwie mal richtiger Fail passiert und ich einfach sterbe. Das könnte daran liegen, weil ich mit Maus und Tastatur nicht so gut bin. Ja. Hätten wir es auch geklärt. Ich glaube, ich weiß, wo er hin will. Dann geh. Bleib sauber. Lass uns verlassen, verschwinden von hier. Der ISI wird diese Party bald sprengen. Ich hab ihn, er gibt doch mal alles. Da sind noch mehr böse Jungs, aber die können kein Problem sein. Er rennt in die Flammenflotte. Roger! Okay, jetzt geht mein Laptop gerade ab. Ich hoffe, ihr hört ihn nicht allzu laut. Übrigens, ihr hört mich gerade über mein Astro A50. Ich habe jetzt gerade nicht das Standmikro angeschlossen. Ich hoffe, von der Tonqualität ist es einigermaßen okay. Ich weiß, es ist jetzt keine Standmikroqualität, aber hier jetzt mein Mikro anzuschließen, das wäre jetzt einfach ein absoluter Kampf gewesen. Zumal ich das auch noch zusammenbauen muss. Ich weiß, es dauert nicht so lange, aber... Oh, Alter! Da hatte ich gerade nicht so die Motivation zu. Ich wollte einfach eben ein schnelles, knackiges Video hier aufnehmen. Damit ihr einfach mal wieder was zu gucken habt. Ne? Piss dich. Wo ist denn der Dude da? Oh shit.
Jawohl. Triple kill. Headshot. Ich muss sagen, dafür, dass das Spiel so alt ist, hat das eigentlich ein echt geiles Waffenfeeling. Und ich meine, ja, klar, die Grafik ist jetzt nicht mehr so krass, aber trotzdem. Bleib stehen, du Sau! Du blöder Hund, du! Ich wollte noch einen Trinken, was? Oh, voll in die Fresse gehauen. Hörst du mich jetzt? PETN, woher kriegt ihr es? Es kommt aus Dubai. Irgend so ein Bäcker. Name, red endlich! Hassan! Sein Name ist Hassan! Jungs, ihr erregt Aufsicht. Schafft Verraster weg. Wow, das ist hilfreich. Ein arabischer Geschäftsmann in Dubai, der Hassan heißt. Los, hoch mit ihm. Wir nehmen ihn mit. Hey, Mann. Scheiße, er ist weg. Los! Zum Teufel ist Archer. Er ist unterwegs, Mother. Aber das spielt keine Rolle, wenn er nicht verschwindet. Folgt dem Graben, kämpft nicht, sondern beeilt euch. Los! Roger, Dusty. Bring Archer einfach her. Okay, wir nehmen die Beine in die Hand. Hat er nicht gesagt aufschießen? Ach, keine Ahnung. Ich renne. Oh lol. Schade, ich hab gedacht, da könnte man einfach mal so. Mir nichts, dir nichts, einfach durch die Mitte, ab durch die Hecke, aber Arschlecken 1,50 ist nicht. Gut. Dann machen wir halt wieder den altmodischen Stil. Eins. Der wirft ein Ei. Finde ich jetzt nicht so geil. Mit deiner Panzerfaust verpiss dich mal. Alter! Piss dich jetzt. Der hat ein Ei geworfen! Das hätte ich fangen können! Der scheiß Lutscher! Ja, yeah, bitteschön, Jungs. Oh. Nachladen, bitte. Ich brauche Munition. Nachladen. Hier. Und rein! Ajab ist vorne, Martha. Beeilt euch. Das sind ziemlich viele Leute. Da, die Vordertür. Die Vordertür. Adi. Da ist Ajab. Los! Heiß! So, rein in den Aal. Das ist nicht gut, Martha. Hol uns hier raus, Ajab. Kette. Herr Wolski, weg mit dem Pisser. Dusty, wir brauchen eine Route. Ich frage mich, warum mein Laptop gerade so ballert. Jungs, werft euch in den Sonntagsanzug. Ich hole euch aus dem Sandkasten. Hoffe, ihr beiden räumt richtig auf. Je schneller wir aus Pakistan verschwinden, desto besser. Geht nach Pesch. Wir verfrachten euch dann an den Golf. Mal sehen, ob wir aus Hassan was Neues rausholen. Alles klar, Dusty.
Wo ist Mako? Provinz Abiyan, AQAP-Gebiet. Der Chief of Station hat sie vor 40 Minuten losgeschickt. Grünes Licht? Knallgrün. Wir sind dort auf eine Versorgungseinrichtung gestoßen. Waffentraining, möglicherweise ein PITN-Lager. Schalten Sie sie drauf. Schon dabei. Stump. Oha. Los, Dusty! Mission starten, ich wiederhole, Mission starten! Verstanden, bin an Faceline Phoenix. Roger, Bruder, ich checke den Funkverkehr und die Luftüberwachung. Roger, grünes Licht, Mission starten! Verstanden, grünes Licht ist gut, würde uns jetzt zurückfliegen, ohne vorher jemanden abzuknallen. Vergesst nicht, dass wir nach PETN suchen. Beschafft die Information und kommt fürs Debriefing zur Bainbridge zurück. Alle Ziele sind feindselig. Vor der linken Tür. Roger. Das Ding ist, man sollte nicht vergessen, wie alt das Spiel ist. Also es hat schon echt eine gute Grafik. Assault-Teams Alpha und Bravo, ihr geht als Erste rein. Charlie und Delta geben Feuerschutz. Jedes Ziel wird als feindlicher Kombatant angesehen. Findet das PETN. Bestätigt. Roger. Okay, Jungs. Zieht eure Anzüge an. Ja, let's go. Keine Bewegung. Das wird sich ändern. Der Gehang ist nach Truck wieder gegen gemeldet. Machen wir den mal kurz weg, die Boys. Schade, Kaliber ist auf jeden Fall nicht groß genug, um durch anzuschießen. Shuttle Bitch. Voll geil. Einfach reinhalten. Da wird ein Anzug nicht reichen. Roger, Dingo. Los, gleich nochmal. Verstanden. Gehen runter. Sind auf Zielkurs. Stopp, schalt sie aus. Sehr schön. Das Simon schießen. Nur besser. Gute Arbeit, Voodoo. Rücken jetzt auf den Innenhof vor. Warte, Dingo. Meine Knarre ist gerade mit dem Hals gelaufen. Voodoo, wir haben Fahrzeuge. Die wollen verschwinden. Truck, schieß auf die Truck. Boom! Motherfucker! RPG! Oh shit, da unten hätte ich mal was getroffen. Scheiße! Nicht runterfallen. Danke, Mann. Gefallenen Engel, nördlich von Phasenlinie Grün. Wiederhole, gefallener Engel, er bitte Notevakuierung. 2-3 ist abgestürzt. Sichert das Gebiet und stellt ein Rettungsteam ab. Roger, Bruder. 1-6, hoch, Kessebeck mit 2-3. Verstanden. Wollen abhauen, Bruder. Feuert auf diese Trucks, die müssen zerstört werden. Drehe rechts ab. Zurück zu den Trucks.
Sam, wir haben mehrere Sehr schön. Hol sie dir. Die wollen abhauen, Voodoo. Näher ran. Roger. Erledigt sie. 1-6 von Westen. Gefahr. Jawohl. Ziel am Boden. Junge, Junge, was hier abgeht, ey. Dingo, sicher uns nach hinten. Wir nähern uns dem Primärziel. Roger, Voodoo. Ja, die schicken sich einen Empfangskomitee. Die umgeben sich. Annäherung von Süden. Bestätige. 2-5, Annäherung aus Süden. Roger, hinter dir. Machen wir. Welche habe ich jetzt? Boom! Alter, ich hab ne AA-12. Aua! Warum haut der mich? Piss dich. Alter, der ist gepanzert. Ja, lad nach! Boah, Alter. Boah. Entschuldigung. Gott, die hat aber auch nur so ein großes Visier, aber das ist Scar. Scar ist cool. Das war's denn mit dem Auto. Jo, na schön, Jungs. Aua, aua, aua. Na, wie weit starte ich jetzt hinten? Und wir warten. Und wir warten. Oh, Alter, hier ganz. Ne, also, meine Freunde, für euch geht's dann vermutlich beim nächsten Mal weiter.
Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mich wissen mit einer positiven Wertung, einem positiven Kommentar oder auch ein Abo, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Das würde mich sehr freuen. Und ja, euer Little Rabbit, sagt Peter fürs Zuschauen und haut rein.